Für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass nun auch die SPD einen Antrag zu den psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz vorgelegt hat. Drei Anträge für bei der Anhörung. Das ist ein sehr klares Signal von der Opposition an die Bundesregierung. Wir hoffen, dass dieses Signal auch ankommt. Dennoch hat die Bundesregierung ja Zeit, aktiv zu werden. Stress gehört zum Arbeitsalltag, und das hat ja auch der Stressreport 2012 nochmals bestätigt. Für 43% der Befragten hat der Arbeitsstress in den letzten zwei Jahren zugenommen. 52% arbeiten unter starkem Termin- und Leistungsdruck. Ein Viertel der Beschäftigten lässt die Pausen ausfallen, weil sie nicht in den Arbeitsablauf passen oder sonst das Arbeitspensum nicht zu schaffen ist. Es wundert also nicht, dass die Fehltage aufgrund psychischer Belastungen in den letzten 15 Jahren laut DRK Gesundheit um 165% angestiegen sind. Stress am Arbeitsplatz macht krank. Diese Tatsache brauchen wir hier nicht mehr zu diskutieren. Handeln ist angesagt. Ja, und was kommt? Von der Bundesregierung, als der Stressreport vorgestellt wurde, sagte Frau von der Leyen, ich zitiere, Stress bei der Arbeit kann vorkommen, aber nicht dauerhaft, und er darf auch nicht krank machen. Ich will dem chronischen Stress den Kampf ansagen und erwarte, dass die Betriebe mitziehen. Zitat Ende. Im Gespräch war ja damals eine Anti-Stress-Verordnung, doch die Arbeitgeber sind dagegen, und daran ist ja auch eine gemeinsame Erklärung gescheitert. Kaum hatte der Kampf von Frau von der Leyen also begonnen, war er auch schon wieder zu Ende. Das war wieder einmal die folgenlose Ankündigungspolitik der Ministerin. Aus dem Kampf wird jetzt eine gesetzliche Mini-Regelung. Im Arbeitsschutzgesetz soll jetzt der § 5 durch psychische Belastungen am Arbeitsplatz ergänzt werden. Das ist weder eine Kampfansage an die Arbeitgeber noch gegen den Stress am Arbeitsplatz. Damit wird Handeln vorgetäuscht. Das ist eine Placebo-Maßnahme, und das wird dem Thema und auch den Beschäftigten nicht gerecht. Sehr geehrte Regierungsfraktion, bei diesem Thema geht es um die Gesundheit und die Lebensqualität der Beschäftigten. Die Menschen leiden darunter, wenn sie der Arbeitsverdichtung nicht mehr gewachsen sind. Psychische Belastungen isolieren die Menschen und belasten zugleich auch die ganze Familie. Aber es geht auch um die Betriebe. Sie müssen den demografischen Wandel und den drohenden Fachkräftemangel bewältigen. Das geht aber nur mit einer tragfähigen Arbeitskultur. Und wenn wir über Stress reden, dann geht es auch um das Thema Altersarmut, über das die Ministerin gerne redet, aber nichts zustande bringt. Wer Altersarmut verhindern will, der muss dafür sorgen, dass die Beschäftigten auch gesund bis zur Rente arbeiten können. Ja, und deshalb fordern auch wir eine Anti-Stress-Verordnung. Die Arbeitgeber müssen sensibilisiert werden. Sie müssen wissen, wann und wie Stress am Arbeitsplatz entsteht und vor allem, wie er vermieden werden kann. Eine Anti-Stress-Verordnung wäre ein konkretes Werkzeug, das wir den Betrieben an die Hand geben wollen. Die Ergänzung im Arbeitsschutzgesetz, wie gesagt, reicht einfach nicht aus. Damit verfährt die Ministerin wieder einmal nach dem Grundsatz Augen zu und durch. Und das wird eben der Lebensrealität der Menschen nicht gerecht. In einer älter werdenden Gesellschaft müssen die Menschen mit ihren Fähigkeiten, aber auch mit ihren Belastungsgrenzen im Mittelpunkt stehen. Wir brauchen eine alters- und altersgerechte Arbeitswelt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beate Müller-Gemmecke. Nächster Redner.